nicht Gegenlicht, aber man sieht dich. Ne? Gegenlicht? Ja. Na gut, okay, dann machen wir das mal so. Hallo und herzlich willkommen aus Italien. Ein Vlog außer der Reihe. Nach der Wildnis kommt jetzt Italien. Und ihr seht, es ist hier schon dunkel, wir sind schon angereist. Es ist heute unser erster Tag. Wir bleiben insgesamt so 18 Tage. Und davon die eine Hälfte in diesem Hotel, wo ich euch auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen einblende, wenn ich richtig angekommen bin. Die Anreise war nämlich etwas heftig. Also wir haben einen Smart 4x4 als Mietwagen bekommen. Eigentlich ist es auch sehr cool, weil so ein kleiner Mietwagen im Urlaub immer ganz nett ist. Aber es ist halt eben so, dass hier die Straßen ziemlich krass sind. Also wir sind in Kalabrien. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Es ist ein bisschen dunkel. Wir sind in Kalabrien und das ist hier touristisch noch nicht so total erschlossen, was ja auch gerade das Schöne ist. Und wir haben uns Mühe gegeben, eine gute Route rauszusuchen, aber das Hotel hier liegt einfach so mitten auf dem Land, auch recht hoch. Also ihr seht hinter mir da unten hoffentlich das Meer. Also es war nicht einfach herzukommen und wir sind ziemlich in die Bredouille geraten, in ganz enge Gassen. Und obwohl ich eigentlich ein sicherer Autofahrer bin, hatte ich zwischenzeitlich schon echt Bammel, dass wir nirgends mehr wenden können, im Schlamm feststecken. Es gibt hier nämlich auch, momentan zumindest, auf unseren Handys kein Telefonnetz. Wir können nicht mal telefonieren, hatten keine mobilen Daten. Und ja, wenn wir da stecken geblieben wären, wäre es das gewesen. Egal, wir haben es geschafft. Das Hotel ist bisher richtig schön. Ich zeige euch das dann noch. Es ist ein Traum und wir freuen uns jetzt auf die ersten 7 Tage. Das war es erstmal von mir. Ich weiß nicht, ob ich viel filme, aber ein bisschen sicherlich kennt ihr ja schon von mir. Und Italien ist ja auch mal was anderes als Frankreich. Ist dann auch nicht immer dasselbe. Wir haben uns ein bisschen eingelebt und es geht uns deutlich besser als gestern. Wir waren gestern echt total K.O. nach dieser Anreise. Ich habe schon mein Abendoutfit an. Die machen sich hier doch so ein klein bisschen schicker abends. Das hatten wir nicht kalkuliert. Aber jetzt passen wir uns an und jetzt gehen wir erstmal was essen und ja, genießen den ersten Abend, wo wir uns auch wohlfühlen. Und ich freue mich auf den Wein. Das ist hier irgendwie der Hauswein aus der Region so. Ne? Aber der ist wirklich ganz toll, ganz weich, ganz rund. Nicht so eine Plürre und wirklich keine Katergefahr. Also gestern hatten wir noch direkt vorm Schlafen gehend Gläschen getrunken, eigentlich mehr. Und da hast du morgens nichts von gemerkt. Und das zeigt dann immer, dass es jetzt nicht irgendein totaler Fusel ist. Und auf den freue ich mich jetzt schön zur Pasta. Ach nee, heute gibt's Pizza. Hm. Das ist wunderschön. Du kannst jetzt herkommen. Nein. Nicht, dass ich die jetzt nehme, aber ich will nur wissen, ob die... Thank you.
Es wird hier gerade tief. Wir sehen wieder den wunderschönen Ausblick. Und ich habe euch mal mit in den Pool genommen, weil mit der Unterwasserkamera gibt es ja immer keinen Ton. Leider ist auch das Radio hier schon wieder so unglaublich laut an, obwohl heute etwas leiser als gestern. Jetzt gehe ich doch zu weit unter. Sekunde. Man sieht bei diesem Pool nicht, wo es tief wird. Der sieht komplett einheitlich aus. Und wenn man dann da durchläuft, ist man plötzlich, wenn man so klein ist wie ich, ja, weg. Aber es ist wirklich schön. Entschuldigt, dass ich so rumblinzle. Die Sonne ist etwas grell. Und das Coole ist jetzt, weswegen ich überhaupt davon kurz erzähle, anscheinend sind wir momentan mit einem anderen Pärchen hier die einzigen Gäste auf einmal. Als wir ankamen, war es hier unglaublich voll. Es war so ein Kram, fand keine Liege, nichts. Aber jetzt sind wir irgendwie alleine. Wir haben gestern Abend alleine beim Abendessen gesessen auf dieser traumhaften Terrasse mit Blick auf die Lichter. Und heute Morgen beim Frühstück wieder ganz alleine auf dieser traumhaften Terrasse. Und jetzt haben wir diesen Infinity-Privatpool. Ich find's wirklich lustig. Also ich weiß, hier kommen noch gleich ein, zwei Leute, da ist mein Freund und hängt ab. Und das ist schon klar, dass wir jetzt hier nicht alleine bleiben. Aber für den Moment sehr cool. Und wir haben natürlich auch gleich ein paar Fotos von der Geschichte hier gemacht, weil dann war ja keiner drauf und das war echt super. Ich schleiche mich mal an meinen Freund an. Dun, 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 dun. Ja, mit der grellen Badehose passt er hier ins Bild wie Faust aufs Auge, würde ich sagen. Wink mal! Wir trauen uns jetzt nochmal zurück in den Mietwagen und gehen in den Supermarkt. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen Schiss, aber ist ja auch kein Wunder. Die Ansicht vom Berg drüben, wo ich durchgefahren bin, dass das da ein bisschen heftig war, ist klar. Und ja, heute versuchen wir es übers flache Land. Eher so dort am Strand entlang durch die Weinfelder. Wir sind jetzt bei Giao Tauro und das Einkaufszentrum hinter uns, das einzig futuristische Gebäude im Umkreis von 80 Kilometern, hat noch zu. Das macht aber auch nichts. Wir wollen ja nur in den Supermarkt. Der ist da hinten hinter meinem Kerlchen. Und jetzt gucken wir einmal die gruselige Aussicht hier an. Das ist irgendwie schon echt verrückt. Also auch die Streckenführung hierher. Es ist wirklich hier, als wäre hier 40 Jahre lang keiner gewesen und jetzt dürften alle wieder rein. So ungefähr fühlt sich das an.
vorsichtig an diesem Arsch vorbei. Oh mein Gott, es reicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Aber es ist immerhin mal eine Situation, in der die scheiß Kamera auch an ist. Oh nein. Gestern. Das wunderschöne Nikotera, dass bitte keiner entgegenkommt, das wäre sehr freundlich. Aber ich glaube, jetzt ist schon fast das. 1 Kilometer links. Also Leute. Das ist es, oder? Oder? Ja. Und heute sind wir ja eine Strecke gefahren, die lange nicht so katastrophal war wie die Anfahrt. So, also ich krieg das mit der Frontkamera nicht geschissen. Ich kann das einfach nicht leiden, wenn ich mich nicht sehen kann. Oh Gott, Lenz. Ja, heute sind wir eine komplett andere Strecke gefahren, als bei der Anfahrt, die so schrecklich gewesen ist. Aber ihr habt ja auch jetzt gesehen, allein dieser einfache Weg hier hoch zum Hotel, also von der Landstraße, wie sie dieses etwas mit all den Schlaglöchern hier nennen, scharf rechts abbiegen und dann eben nur hoch und ein Pferd und ein Trümmer und ein Schlagloch und ein Müllsack und keine Ahnung. Und so war das im Prinzip die ganze Zeit bei der Anfahrt, nur dass es schon nicht mehr geteert war, dass es teilweise nur so zwei Spurrillen durch Gras war. Und dann mitten auf so einem Hof plötzlich landete, also wo wirklich du konntest nicht wenden, nichts, es ging so bergauf nur noch und du wusstest nicht, was dahinter ist und ob da noch was ist. Und ja, also ich muss sagen, ich bin echt ein gebranntes Kind jetzt. Ich habe sonst überhaupt kein Problem damit, im Ausland Auto zu fahren, gar nicht. Ich bin wirklich niemand, der das nicht tut. Ich bin gerade im Frühjahr in Norditalien mit einem SUV, meine Oma und meine Mama durchgefahren, überall, kein Problem, aber hier. Also das hat mich jetzt echt misstrauisch gemacht, aber gut. Für heute haben wir es erstmal geschafft und haben ein bisschen was zu essen und was zu trinken und das ist ja das Wichtigste.